So, meine Aufnahme läuft. Aufnahme 48 ist das bei mir. Sehr schön. Ist das echt schon, haben wir schon die 48. Nee, ne? Du hast zwischendurch was anderes mal, ne? Okay. Nein, das ist... Der zählt einfach mit. Ne? Das ist hier einfach nur, wie viel ich hier schon aufgenommen habe. Ja. Das ist irgendwie alles. Ja, moin, Thomas. Moin, Ralle. Moin. Schön. Ja. Wir haben, was haben wir letztes Mal? Achso, mit dem Marco hatten wir über die Ausstellung. Willst du da noch einen Nachschlag zu kundtun? Na, Nachschlag? Mhm. Wann wird das denn ausgesendet hier? Ich komme ja ganz durcheinander immer mit deinen Zeitsprüngen hier. Ja, das ist in 4 Wochen. Also kannst ja schon okay. prophezeien, also was eventuell war, ist, draus geworden ist. Nur so ganz kurz. Ja, also ganz kurz nur wirklich. Mhm. Ich kann nur von der Spendensache reden, die richtig, richtig gut läuft. Es ist also bis dato ein ordentliches Sümmchen zusammengekommen und ich habe jetzt in den letzten Tagen schiebe ich das nochmal so ein bisschen an im Social Media, dass nochmal ein bisschen was passiert. Ja. Ja, nee, also richtig toll. Ich bin total happy. Ist echt gut geworden. Ja. Viel Geld zusammengekommen für die Spende. Das ist schön. Ich habe auch eine kleine Summe reingeworfen. Das war ein bisschen schwierig, dieses, wenn die irgendwie PayPal hätten oder sowas, ne, das wäre dann wirklich ganz easy. Ne? Man muss da wirklich da die Kontonummer erstmal finden. Ja. Ich meine, wir haben sie jetzt im Blog gehabt, ne? Aber das war so ein bisschen, ich denke, die könnten es aber ein bisschen einfacher machen, wenn sie wollen. Aber ja, egal. Kleiner Verein, die ich jetzt total überrasche mit dieser Aktion. Die sind da von allen Stühlen gefallen. Ne? Das ist doch schön. Ja, Lebenshilfe Hattingen war das. Ne? Ja, ganz genau. Ganz genau. Die nehmen ja auch danach sicher auch noch Geld, wenn sie es. Also. Ach klar. Ja. Ach klar, natürlich. Nee, sehr schön. Ja, wie geht's dir sonst so? Ja. Was hast du gemacht? Letzte Zeit so? Ich habe ja einen Handwerker nach dem anderen hier im Haus. Letztes war irgendwann mit der Heizung, dann ist das Glasdach, das war erst lustig, das hat erst der Schreiner kaputt gemacht, als er uns einen Holzbalken ausgetauscht hat. Dann habe ich den Dachdecker geholt, weil dann die Leiste da irgendwie kaputt war, dann hat er wieder das Glas kaputt gemacht. Also ein anderer jetzt. Ne? Und der Einzige, der sich freut, ist der Glaser, der jetzt zum zweiten Mal antanzen darf und dasselbe nochmal einlegen kann. Eieieiei, Handwerk. Ja, nein, die haben sofort eingesehen, dass die einen Fehler gemacht haben. Hat eine Schraube zu schnell, ne? Nach zu fest kommt lose, ne? Ist ja, du kennst das ja als Schlosser. Ja. Ja, genau. Ja, also da bin ich gerade ein bisschen beschäftigt, aber sonst alles im Lot. Und selber bei dir? Ja, das Jahr ist ja schon vorangeschritten. Genau, haben wir schon fast Ende Januar. Tatsächlich, der Terminkalender, also der hat sich noch nie so schnell gefüllt wie jetzt. Oh, mit allen möglichen Zeugs irgendwie. Am Wochenende erste Mal Musik gemacht. Ach. Nee, also bin ganz gut beschäftigt. Arbeiten war ich übrigens auch schon zwischendurch. Ja, und Hunde ausführen und Posts absetzen. Ah, der Hund, ja. Der ist ja auch noch da. Ja, genau. Nee, das Stichwort live. Was jetzt, war es ein Auftritt, war es eine Probe oder was hast du da gehabt? Hab ein bisschen DJ-mäßig ein bisschen ausgeholfen. Ach so. Auf einer Privatfeier, genau, okay. Genau. So ein kleines Privatding. Okay. Ja, kommt ganz selten vor. Ja, war eine tolle Party. Und weißt du, wenn ihr jetzt fast 40 Jahre jetzt schon fast Live-Musik machst und Cover-Musik machst, dann kennst du dich einfach aus. Das ist einfach so. Ne? Ja. Ja. Wie ist das, wir kommen ja gleich nochmal zu Live-Musik, wenn du jetzt die Turntables anwirfst, sag ich jetzt mal, ist das was anderes? Wie gehst du da vor? Also sag mal, du kennst ja beides, ne? Sag mal hier wirklich, ne, Proben und auf, aber sag mal hier die Setlist in Anführungsstrichen, also die Playlist, sag ich mal besser, zusammenstellen für ein Event, ist das, wie gehst du da vor? Ja, da gibt es natürlich vorher immer eine Absprache. Okay. Also ohne dem läuft gar nichts. Ach so, ja, gut. Ja. Also ich habe schon mal
Also was ich nicht mehr so gerne mache, ist so ganz junge Leute irgendwie was machen. Weil ich einfach gemerkt habe, das matcht einfach nicht mehr. Nee. Unsere Generationen passen nicht mehr ganz zusammen. Ja. Da kommen dann Musikwünsche, da habe ich noch nie was von gehört. Ja. Oder Helene Fischer, ne? Im Zweifel. Ja gut, okay. Die ist in allen Generationen vertreten, wundersamerweise. Ja, also die Schlager, da wundert man sich ja manchmal, ne, dass die da so voll drauf abfahren. Ne? Also, ne. Aber das ist tatsächlich so. Die können aus den 70s Schlagern und auch aus der NDW-Zeit, da können die jungen Leute alles, das ist für die Partymucke. Ja, ja. Die können alles mitsingen. Ja, haben wir doch auch gemacht. Haben wir auch gemacht, ja klar. Ne, aber alles, was dazwischen ist, ne, sag mal, was wir dann anspruchsvolle Musik, wir haben die ja nur mitgekriegt, weil damals keine Fernsehsender gab oder weil Dieter Thomas Heck Hitparade oder was lief da noch? Ne? Also im Fernsehen war ja quasi, wurden wir damit, wir hatten keine Gelegenheit, eine echte Musik zu hören. Ich sag jetzt mal der Durchschnitt, nicht du jetzt, aber so. Naja, im Fernsehen, wie viele Alternativen gab es da auch? Ne? Ja. Da gab es noch kein MTV damals. Ne? Kein Rockpalast, aber alles viel später. Ne? Ja, das war später, genau. Aber klar hat man die Hitparade gehört. Das war natürlich so als Kind oder so. Ne? Ja, und wenn sich da mal einer verirrt hat, den wir toll fanden, aus Versehen. Ich glaube, alles hat sich verändert, als Trio kam. Das ist bei mir immer so im Kopf geblieben. Die haben da echt eine Show draus gemacht, ne? Ja, das hat eine neue Ära eingeleitet, einfach. Ja. Nee, das war, ich glaube, der Herr Heck, der war da, glaube ich, vollkommen überfordert, oder? Ja, ich glaube auch. Aber er konnte sich am Ende auch nicht mehr wehren, irgendwie, ne? Nichts ist für die Ewigkeit, was soll ich sagen? Also, kommt immer mal wieder neue Phasen, Bewegungen, Strömungen und sowas. Ja. Ne? Und Ich habe letztens diese Doku gesehen von dieser Teenie-Band Echt. Kennst du die? Habe ich von gehört. Man kennt so ein paar Lieder, ne? Alles wird sich ändern, wenn wir groß sind. Oder du hast keine Liebe in dir. Ich meine, das sind eigentlich ganz gute Songs, ne? Auch 40 Jahre später jetzt, ne? Oder 30, oder ich weiß nicht, wann die waren. Die waren, glaube ich, in den 80ern. Ja, 40 Jahre. Das fand ich total cool, weil wir jetzt gerade so einen Zeitsprung machen, ne? Dass wie die damals, sag mal, rausgekommen sind oder was die überhaupt gemacht haben. Da gab es kein MTV, kein YouTube, kein gar nichts, sondern die wurden durch diese. Viva kam, glaube ich, gerade hoch in Deutschland und da wurden die pausenlos von Viva eingeladen und dann hatten sie sozusagen ihre Fanbase und die haben tatsächlich auch live gespielt. Also ich damals habe die ja nicht ernst genommen, ist ja logisch, ne? Weil Teenies war ja nicht meine Welt. Ne? Und die Songs damals waren sicher auch ultra peinlich. Ne? Aber ich fand so diese Reflexion von diesem Kim Frank heißt der, glaube ich, der Sänger. Der hat so eine Doku gemacht, drei Teile, kann man in der ARD Mediathek gucken. Ich fand das total rührend, weil die haben damals sich selber die ganze Zeit gefilmt. Also sag mal, wie heute, nur halt nicht veröffentlicht, weil es wurde ja nicht gepostet. Aber wie die, sag mal, so durchs Leben gegangen sind, wie die, sag mal, diese Live-Auftritte gemacht haben. Die waren nämlich auch mal irgendwo und dann wurden sie quasi gezwungen, Playback zu spielen. Da waren die so sauer. Ich sag, wir können doch spielen. Ne, aber da war denen halt zu viel Aufwand. Ne, muss man alles, ne, da ist es ja viel einfacher. Ne, und dann haben die so getan, als wenn die da irgendwie was machen. Und dann haben sie irgendwie den Einsatz verpasst. Und das fanden die dann noch peinlicher, weil das Band dann irgendwann losläuft. Und dann sagt ja keiner 3, 2, 1 oder sowas. Ne, sondern ne, da fand ich irgendwie ja rührend. Ne, wie so 15, 16, 17-Jährige waren die ja damals. Ne, da so hin und her gescheucht wurden. Und sag mal, dieses kalte Wasser rein und dann live spielen und so gleich so eine Fanbase haben. Ne? Das ist ja auch irgendwie, ja, wie kannst du das noch so transferieren in die heutige Zeit? Ne? Sag mal, dieses live spielen, Publikum haben, Resonanz bekommen, eine Setliste aufstellen oder sowas, wie das Ganze so funktioniert. Da weiß ich gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also, ohne Publikum, ohne Resonanz irgendwie, das kennen wir doch alle aus dem Alltag. Mit allem. Egal, ob wir uns mit jemandem unterhalten und es kommt nichts zurück. Oder wir posten ein Foto, sag ich mal, und es passiert nichts. Es ist ja immer so, alles basiert ja irgendwie so auf so einer, du sendest was aus, ne, und
wünschst dir ja das, du wünschst dir eine Resonanz. Das, ja, egal, ob ich ein Foto ausstelle, keine Ahnung. Ne? Mhm. Und ja, als Live-Musiker, egal ob du jetzt Musik auflegst oder ein Instrument spielst mit einer Band, das Prinzip ist immer dasselbe. Ne? Du möchtest das ganze Event irgendwie zum Schwingen bringen und die Leute irgendwie mitreißen. Darum geht es irgendwie, eine Beziehung aufzubauen, darauf zu reagieren. Ja. Da kannst du natürlich mit einzelnen Songs als DJ immer noch mal individueller reagieren als bei einer Setlist, die wir jetzt für ein Konzert vorgesehen haben. Da kann ich nicht mal eben sagen, hey, jetzt kommt das. Das geht nicht so schnell bei uns. Das. Nee. Falsche Gitarre, ne? Ja, genau. Ja, ja, das, ja. Das ist dann eher schon ein bisschen anders irgendwie, ne? Ja. Wie sagt man, von der Bühne in die Herzen oder so ähnlich, ne? Oder wie läuft das, ne? Das ist ja auch so ein Spiel irgendwie, ne? Wann merkt man, dass man die gefangen hat oder sowas? Weißt du, was ich meine? So, ja, dass, ja. Ich meine, bei Oldies oder bei Evergreens oder was ihr habt, Playback, wie heißt die nochmal? Die Band heißt Feedback. Feedback. Und ja, Coverband, genau, ne? Ja, genau. Da ist es ja eigentlich einfacher, sage ich jetzt mal. Ne? Also wenn jetzt, sagen wir, so eine Band geht auf Tour, klar, die müssen das neue Ding durchspielen und viele wollen dann nur die alten Sachen hören. Also so ein Mischding. Gibt es da so eine goldene Formel für, wie packe ich die? Ich meine, die echten Fans finden wahrscheinlich eh alles toll. Und die anderen müssen, ja, die dabei so sind, die Eltern. Irgendwie eingefangen werden oder gibt es da irgendwie so, meinst du, so eine Setlist für so ein, ja, so, oder so eine Formel, wie heizt man das an? Man kann ja nicht immer volle Pulle, ne? Also nee, sag ich jetzt mal, ne? Sag mal, wie sieht das bei dir aus? Du, ne, die drei Wünsche kommen, ne? Aber ihr habt ja viel mehr, was ihr bieten könnt. Naja, also da hast du natürlich genau den richtigen hier, weil ich das auch bei uns mache. Ich bin quasi der selbsternannte musikalische Leiter, natürlich, und Max Krieger. Es ist so, es muss einfach einer in die Hand nehmen, weil es ist wie bei allem, du kannst nicht noch vier andere Meinungen irgendwie, und da muss einer wirklich, das sonst, hast du einfach keine Linie drin irgendwie, ne? Ja. Und ja, also da haben wir über die Jahre natürlich auch viel gelernt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also ich gebe jetzt mal so ein Beispiel. Genau. Also nehmen wir mal an, wir haben hier ein Konzert beim Tanz in den Mai zum Beispiel, also ein riesen Stadtteilfest hier bei uns bei der Feuerwehr. Da sind wir seit Jahren. Und dann fangen wir, sag ich mal, um 7:30 oder so geht's los mit Live-Musik. Ja. Ist natürlich klar, dass der erste Song nicht sofort ein Highlight aus deinem Programm ist, was du eigentlich erst so zwischen 23 Uhr und 0 Uhr spielst. Sondern irgendwie baust du erstmal mit Songs auf, die eher so ein bisschen zum Mithören sind, so ein bisschen zum Mitwippen, aber schon so, dass die wirklich auch jeder kennt. Ne? Also und das kann man sehr gut beobachten. Du siehst die Leute, du siehst ja, dass die so sich bewegen und plötzlich kommen näher, hey, vielleicht. Komm mal, das kennst du auch und hey, super. Und dann wird sich bewegt und da merkst du schon, ah ja klar, du erreichst die Leute also schon. Ne? Aber so eine richtige Party, die geht auch immer erst dann wirklich los, wenn sich erstmal Leute trauen, auch dann nach vorne zu kommen, wenn die ersten trauen, sich zu tanzen, zu tanzen halt. Und muss dann, also das darf ich jetzt auch nicht unerwähnt lassen, der Alkoholpegel spielt leider auch eine Rolle für das Enthemmtsein irgendwann später. Ne? Das ist einfach so. Ne? Ja, und dann baust du halt so, so eine, auch so eine dynamische Kurve irgendwie, ne? Baust auch mal eine Ballade ein und dann muss aber auch sagen, die Setlist ist schon so abgestimmt, dass die Songs
von der Musikart auch zusammenpassen. Also du spielst jetzt nicht einen Rock'n'Roll-Song, sag ich mal, aus den 50ern. Ja. Ja. Also wir haben so ein kleines Oldie Medley, das besteht aus Let's Twist Again von Chubby Checker, damit fangen wir an. Danach kannst du nicht einfach sofort Lady Gaga spielen oder sowas, sondern dann machst du erstmal drei von dieser Art. Ne? Okay. Dann kommt noch Wanda Jackson, dann kommt noch die Beach Boys und noch Elvis Presley. Und das ist so eine kleine, und das, ein Kapitel, das kommt gut an. Ja, so ein Kapitel, ganz genau. Ja. Ne? So ist das mit den anderen Sachen auch. Ne? Also eher so rockiger oder zum Beispiel Neue Deutsche Welle, dann auch mal so wirklich ne, tausendmal berührt. Immer, ne? Nena, Westerland, Männer von Grönemeyer. Ja, sowieso. Genau, das ist eigentlich so die Formel, muss man sagen. Mhm. Und das Tolle ist wirklich, es gibt ja so viel tolle Musik aus den 70s bis 80s, 90s. Ja, also kannst du gar nicht alles spielen. Du brauchst halt eine gute Reihenfolge irgendwie. Ne? Wenn du jetzt, du sitzt hinter der Schießbude, du bist ja, du hast die Vorbereitung gemacht, Setliste, ne, steht dann im Zettel angeklebt irgendwo am Ständer oder was weiß ich, auf dem Boden, ne, wo die Dinger dann immer liegen. Da kannst du aber nicht mal den Dirigenten spielen. Da muss ja jemand vorne sagen, ne, und jetzt kommt zum Mittanzen, oder machst du das auch von da hinten aus? Das ist ja manchmal so die Sache von der Performance. Ne? Wer ist da? Ne? Ich sag mal, Robbie Williams oder sowas, ne? Der muss ja nur einmal Wupp machen oder was weiß ich, ne? Und dann alle sind dabei. Ne? Weißt du, was ich meine? Ne? Also sowas kann man sicher nicht schädlich, ne? Wenn man es gut kann. Sonst wird es peinlich. Ja, also unsere Tina, die an der Front ist, die übernimmt eigentlich hauptsächlich so die Begrüßung, die Ansagen der Songs. Und Olaf und Stefan, Bassgitarre, die sind meistens eher ruhiger. Ich bin dann schon derjenige, der mit Tina zusammen so ein Gegenpart dann auch ist. Und auch schon mal auch mal persönliche Sachen, einfach spontan. Ja. Davon lebt das Ganze ja auch dann. Wenn die da mitsingen und dann kannst du nicht Lieds zu Ende, sondern dann machst du halt das letzte normal, ne, den Refrain oder sowas. Ne? Genau, genau. Ja, ganz genau. Genau. Also das, das hat sich mit den Jahren jetzt auch so etabliert, ne, dass immer, was weiß ich, wenn wir Time of My Life spielen von aus dem Film Dirty Dancing, dann dann findest du immer einen im Publikum, der dann mit seiner Frau die Hebefigur aus dem Film machen will. Oh weia. Das ist witzig, ne? Vor allem auf Hochzeiten, dann so feiern die das halt auch, ne? Ja. Ja. Ist zum Glück noch nichts passiert. Aber also bis jetzt noch kein Bandscheibenvorfall. Aber klar, dann leiten wir den Song schon mal so ein, ne? Mensch, jetzt kommt was aus einem berühmten Film und dann deuten wir das an irgendwie so, ne? Bereitet euch vor. Ja, aber die wird nicht bekannt gegeben, ne? Sondern das mal so, sagen wir mal so. Ne? Okay, also. Ja. Die Setlist meinst du, oder was jetzt? Nee, die machen wir nicht voraus. Nee, das machen wir nicht. Nee, macht doch niemand. Machen wir nicht. Nein. Kommt aber schon mal vor, ne? So ganz, ich habe schon mal so ganz, so Leute, die wirklich, die Party muss dann wirklich minutiös geplant sein. Okay. Kann ich denn die Songs vorher sehen? Können wir noch darauf Einfluss haben? Ich versuche das dann immer abzublocken, weil das hat sich einfach nicht bewährt. Leute wollen dann auch, das soll dann perfekt für die werden und ich muss dann immer sagen, ey Leute, bleibt einfach locker. Alle Sachen gehen sowieso nicht so minutiös. Ja. Lass uns das einfach ein bisschen freier halten irgendwie. Ja, klar, du kannst sagen, hier ist Pause, ne? Was weiß ich, noch eine Stunde oder sowas, ne? Das geht, ne? Weil die müssen ja auch ihr Bier verkaufen und alles, ne? Also wenn die dann nur am Schwufen sind, habt ihr ja auch nichts davon, weil da kriegt ihr kein Geld. Ne? Ja, so ist es ganz genau. Ja, Live-Musik machen ist natürlich eine Sache. Selber Live-Musik machen. Ja. Das liebe ich und lebe ich natürlich. Aber wie oft gehst du eigentlich noch auf Konzerte? Oder was? Erzähl mal aus der Vergangenheit. Die Opas wieder vom Krieg, ne?
Ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist zwischen damals und heute, ne? Ja. Oder? Ja, ja, sicher. Also ich erinnere mich, meine ersten Konzerte, da war ich glaube ich so 16, 17, das war noch in Krefeld. Da gab es so ein Newcomer-Festival und das war relativ günstig, ich glaube 5 Mark, 10 Mark, also wirklich wenig Geld, also weil halt Bands neu waren. Ne? Dann, man hat keine Gewähr, dass man da jemanden kannte, vielleicht von der Schule jemanden oder sowas, ne? Aber es wurde halt eingeladen im Blumenthalhaus, das gibt es gar nicht mehr. Da war so eine kleine Bühne und dann hast du halt ne, so ab 4 Uhr bis, keine Ahnung, 9 Uhr, ne? Weil wir waren ja quasi noch Kinder und nach 10 Uhr darf es ja eh nicht. Ne? Dann waren dann 3, 4, 5 Bands und dann wurde dann oh, Daumen rauf, Daumen runter oder so, irgendeiner hat gewonnen. Also einfach so ein kleiner Wettbewerb und die haben dann jeweils Dreiviertelstunde gespielt oder sowas. Einmal, das war der Hit, dann hat so eine Band aus Köln mitgemacht. Also die haben so Kölsch gesungen. Ich glaube, der Frontmann hieß Wolfgang Niedecken. Da waren die noch gar nicht bekannt. Dann wird dann so, was wollen die scheiß Kölner hier? Da war die von der ersten Platte, die waren wirklich noch vollkommen unbekannt. Da war dann irgendwie nur Act und dann hinterher war dann das Newcomer Festival. Ne? Also es war irgendwie, und da war ich dabei, das war irgendwie lustig. Also hinterher habe ich gedacht, doch, so schlecht war das nicht, weil, ne, aber die waren so ein bisschen halt, war halt noch neu. Ne? Das fand ich richtig schön. Letztens bin ich noch durch Krefeld gelaufen, da bin ich an dem Jazzkeller vorbeigekommen. Das war auch so meine Zeit, einfach so ein bisschen wild und halt immer live, irgendjemand am Klavier oder Banjo, Gitarre, keine Ahnung, irgendwas oder auch manchmal ein bisschen gegen Entgelt. Aber da war die Anni hinterm Tresen, die war damals schon uralt, ich weiß gar nicht, also aus unserer Sicht, ne, wenn man so 16, 17, wenn da ein 40-Jähriger, dann ist sie halt uralt. die hat da den Laden geschmissen und den gibt's heute noch. Das fand ich, bin aber jetzt nie mehr drin gewesen, aber das fand ich irgendwie so, das waren so den, also ich sag mal, bis sich so 20, Mitte 20 oder sowas, ne, da war noch so eine Zeit. Und dann hinterher kam dann die erste richtig große Band, war Genesis 1981, Westfalenhalle, Dortmund. Und das war auch ein bisschen teurer. Ne? Also da haben wir gesagt, ne, mein Kumpel, eingefleischter Genesis-Fan, Gruß an Volker, da müssen wir hin, da müssen wir hin. Und ich war gerade 18 geworden, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, und er war noch nicht 18, ne? Der ist irgendwie ein paar Tage später, er ist 18 geworden und dann hat die Mutter, also er hat die Mutter, seine Mutter bekniet, oh, der Thomas, der darf und ich fahre jetzt mit. Und dann sind wir dann mit dem Zug dahin und wir kamen nicht zurück. Ne? Das hat so lange gedauert, die Verbindung war halt nicht da. Dann haben wir da in Dortmund am Hauptbahnhof quasi bis um 5 Uhr morgens gewartet, bis der erste Zug wieder in die Richtung Krefeld fuhr. Ne? Das war, die Mutter ist was ausgerastet. Wir konnten nicht anrufen und sonst irgendwas. Das war irgendwie, ja, war schon, das war schon genial. Also wir da so mitten da rein und ja. Obwohl er sagte, die sind heute so scheiße, früher war alles besser. Aber der war halt noch zu jung. Ne? Der ist ein richtiger Lamp Lies Down und Peter Gabriel-Fan. Ne? Aber egal, einmal die Idole sehen, das war schon, da kann ich mich noch ziemlich genau daran erinnern. Da habe ich sogar letztens, ich habe das mal aufbewahrt, hinter so Glas, dieses Ticket, habe ich letztens nochmal wiedergefunden. Schmeiß ich in die Shownotes, das Original-Ticket noch von 81. Cool. Ich war tatsächlich auch heute im Keller, Thomas. Ich habe nämlich... Ich kann aber gleich schon mal vorwegnehmen, ich habe es nicht gefunden, aber ich weiß, dass ich ein Foto davon gemacht habe vor einiger Zeit. Hm. Das können wir auch in die Shownotes schmeißen. Von 86, da war ich bei Queen. Okay, klar. Ja, genau. Hm. Und ja, das war auch so ein Festival, das war in Köln. Letzte Tournee auch. Von Freddy, danach hat er nur noch ein paar Konzerte gespielt und dann war es mit ihm live irgendwie. Ja. Ja, da muss ich mal gucken. Ich habe so eine Kiste. Ich bin ja auch so ein Typ, der so Sachen nicht wegschmeißt. Ne? So, wenn da so auch so Emotionen dranhängen, ich bringe es einfach nicht fertig, das wegzufeuern. Es gibt ja so Leute, die da ist alles, nee, hat keinen Nutzen, keinen Sinn, weg. Ja. Nee, das habe ich tatsächlich alles noch. Ja. Ne? Also wenn ich es nicht physisch aufbewahre, mache ich wenigstens ein Foto davon. Also das ist das Mindeste. Dann steht halt alles drauf und findest du auch halt schneller. Ne? Also hättest jetzt nicht im Keller zoomen müssen, sondern... aber das war so die Zeit, wo ich glaube, wo auch
die ganzen Tickets noch nicht so teuer waren. Ne? Das war dann noch hier in Bochum, Peter Gabriel, 87 war ich. Also da war neben dem Fußballstadion, Ruhrstadion, oder wie das Ding hieß, mit Jus und Dur noch. Dann habe ich den noch zweimal gesehen, weil mein Kumpel, der sagt ja, ich bin ja eher Peter Gabriel, da waren wir tatsächlich zweimal in Hamburg, also einmal irgendwie, ich glaube 93 und 94. Der kam am Anfang der Tournee nach Hamburg, am Ende dann nochmal. Sind wir zweimal ins gleiche Konzert gegangen. Total bescheuert, ne? Also, war das die Tournee mit der Telefonzelle? Ja, Secret World, genau, ja. Oh, die war genial. Da beneide ich dich drum. Ja, ja. Da beneide ich dich drum. Zweimal. Weil ich, aber die gibt es auf DVD, die kannst du ja gucken. Ja, ich habe tatsächlich dieses Konzert erste Mal im Fernsehen entdeckt. Ich glaube auf Arte, irgendwo, weiß ich nicht mehr. Silvester läuft das immer, ne? Immer so eine Stunde davon. Ne? Ja. Da bin ich so, ich bin so hängen geblieben an diesem Konzert. Ich war einfach nur geflasht. Ja. Ich war nur geflasht von seiner Musik, seiner Performance. Auch, das ist ja eine Performance, die er da. Genau. Das war großartig. Ja. Ne? Der hat ja eine männliche und eine weibliche Seite gemacht. Ne? Die sind ja zwischendurch mit einem Kanu across the river, ne, darüber across gegangen. River, und dann, ja, dann so mal unter der Palme da, dieses Rondell, wo dann hinter der Deckel da dieses UFO dann runterfuhr. Das war schon, hatte Symbolik. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich ein Konzert nicht von der Bühne, sondern mitten im Zuschauerraum. Das war sozusagen, klar, diese blöden Multifunktionsstadien sind ja eigentlich nicht dafür gemacht. Ne? Also, aber heute ist das vollkommen Piepe, ne? Dass man in hinterster Reihe siehst eh nichts. Aber so, das war irgendwie cool, ne? Dass du dann quasi, dass sie dann so in der Mitte das aufgebaut haben und dass es keinen Hintergrund gibt. Ne? Das fand ich, also für mich war es vollkommen neu. Aber wo hinterste Reihe, da habe ich übrigens heutzutage keine Lust mehr drauf. Das habe ich neulich auch zu Anna gesagt. Die letzte Experience war bei Billy Joel in Hamburg. Da haben wir auch irgendwo in einem Stadion irgendwo oben gesessen. Ja. Da habe ich mir gedacht, nee, das war das letzte Mal, dass du unten irgendwie so klein so eine Bühne siehst und hast dann so ein Screen. Die Leinwand, da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Das ist es einfach für mich nicht mehr. Ja, und das kostet dann auch ein Vermögen, ne? Ganz ehrlich. Ne? Also Coldplay, ne? Wenn die da ihre Show mit ihren Raketen und die Bändchen und die Farben und tralala, ne? dann ist eigentlich fast egal, wo du bist. Ne? Also wenn jemand das beherrscht, ne? So die Choreografie in großen Stadien. Ne? Aber wenn da einer wie Billy Joel oder ich weiß nicht wer da einfach nichts macht, das ist irgendwie, das kann, also meinen Augen kannst du das nicht machen. Da bezahle ich auch gern 20, 30 mehr. Aber dass da was passiert, einfach nur, dass da einer da rumzupft und sich einmal verbeugt und das ist doch irgendwie scheiße. Ne? Also das kann man, glaube ich, heute nicht mehr machen. Also manche können das schon. Ne? So ein Sting oder sowas, der macht ja gar nichts. Der steht da einfach nur und singt. Ja, tja, also. Ja. Aber da kann ich auch direkt anknüpfen an einen Künstler, wo auch Anna auch direkt sagen würde, das war das enttäuschendste Konzert für uns. Tatsächlich, ich meine, es war in Oberhausen, wir waren bei Elton John. Okay, ja. Jetzt würde man sagen, oh, okay, aber Elton John, ja, klar. Da saßen wir irgendwo, es war bestuhlt, wir waren weiter hinten. Und ja, ich meine, Elton John ist halt auch schon, das ist jetzt auch schon bestimmt 10 Jahre her, aber da war er auch schon nicht mehr jung. Ja. Und wir wissen alle, Elton John ist nicht der Frontman, der von links nach rechts irgendwie, der sitzt halt am Piano die ganze Zeit. Ja, wer soll denn sonst spielen? Und das fanden wir aber, so, weiß ich nicht, so, wir fanden es sehr lustlos irgendwie. Ja. Vielleicht war er auch satt oder ich weiß nicht, ist natürlich auch subjektiv, gar keine Frage. Ja. War ich enttäuscht. Ne? Musiker waren alle so alt wie er und haben da auch so rumgehangen, rumgesessen und es kam irgendwie nichts rüber. Er ist natürlich ein toller Songwriter und ein toller Pianist, gar keine aber Frage. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, wenn man den schon so lange begleitet hat, dann erwartet man, glaube ich, mehr. Ja, ne? Erwartung ist ja sowieso auch so ein Ding. Ne? Ja, genau, ja. Hast recht, ja. Also denkst du, jetzt passiert, wer weiß was? Und dann sitzen die da einfach und machen Musik. Ja,
gut, für die ist das eine Geldmaschine, ne? Und für ja. manche ist es vielleicht auch eine Last, kann ich mir auch vorstellen, ne? Dass sagen, die werden dazu gezwungen, in Anführungsstrichen, ne? Wir müssen jetzt Promo machen und fertig aus, ne? Weil die, alle, die da drin sind, kaufen vielleicht auch irgendeinen Tonträger oder streamen den oder sonst irgendwas, ne? Dann, das ist immer so ein Konglomerat ist das, ne? Und beim Live ist halt, ja. Mhm. Manche können da die Erwartung erfüllen und manche, ja. ne, aber ja, ich sagte jetzt Coldplay oder ich weiß nicht, was da noch, U2 oder sowas, die da diesen Dome da in Vegas da zusammengeschraubt haben, das ist ja, ja, was, ne? muss ja auch irgendwas sein, ne, was man unbedingt gesehen haben muss. Ne? Wo ich das, da bin ich natürlich auch Ende letzten Jahres drüber gestolpert in Social Media über dieses Dingen, wie heißt es nochmal, Las Vegas Sphere. Ne? Ist Sphere, nicht Dome, genau, Sphere. Ja, Sphere. Und halt so eine ja, Multiplex-Funktionswand. Ich weiß nicht, was sie da alles drauf projizieren können. Ja, müssen wir, glaube ich, für die Hörer kurz erklären. Es ist eine Halle, die wie eine Halbkugel gebaut ist. Und ja. Ich glaube, die ist sogar 100 oder über 100 Meter hoch, meine ich, hätte ich gelesen, irgendwie sowas. Und ist außen wie auch innen eine einzige LED-Fläche. Ja, ja, der Wahnsinn. Und ja, also passt irgendwie zu Las Vegas, muss man sagen. Also das ja, passt aber auch zu U2 irgendwie, ne? Also, ja. Ich glaube, die, ich meine, die haben irgendwann ihren Höhepunkt überschritten, ne? Also da kam wirklich nichts mehr Neues, ne? Und die können halt, ja. wenn einmal dann irgendwie One gesungen wird, dann fließen die Tränen oder sowas. Ne? Die Emotionen, das schaffen die noch. Ne, aber alles andere, das ist halt das Repertoire, was die rüberschleppen. Ne? Genau wie die Stones oder sonst was. Ne? Da, gut, bei denen ist man ja dankbar, dass sie noch leben. Gucken, wann der Keith endlich aufgibt. Räucherware noch, hält sich länger, weißt du doch. Die Rollator-Tournee. Ja, das sind die Dinosaurier, ne? Genau. Also, ja. U2 auch, die, oder Depeche Mode oder sowas. Ne? Die Tour auch noch rum. Die Show soll ja auch ganz nett sein. Ne? Das fand ich auch irgendwie bemerkenswert, ne? Dass so ein paar können Stadion rocken und ein paar halt, ja, wer auch immer. Aber ich glaube, ich, wie du vorhin sagtest, ich muss da nicht, also ich könnte, glaube ich, nicht 3, 4, 5 Stunden, manchmal ne, machen die da um 18 Uhr schon auf und dann fangen die um 9 Uhr an und dann bist du ewig unterwegs, sag mal, in Bruthitze. Ich war nämlich an dem Tag, als Depeche Mode in München war, da war ich nämlich zufällig auch in München, bin dann auf diesen im alten Olympiastadion haben die gespielt und dann konnte man von einem Hügel konnte man drauf gucken. Also da haben sich schon ein paar positioniert, die dann quasi umsonst da oben runter gucken konnten. Und da waren da echt schon Leute drin und es war eine Hitze. Das war der heißeste. Ich war schon im Schatten und dachte ich, boah, die armen Leute. Natürlich, und dann hinterher, als das Konzert war, kam absolutes Gewitter. Da war ich aber schon längst wieder weg. Ne? Und dann dachte ich, heilige Scheiße, jetzt sind die Armen da erst durchgegrillt worden und dann werden sie noch geflasht von tierischen Gewitter und Regen und was weiß ich alles. Ne? Aber das, früher war uns das alles scheißegal. Ne? Dann waren wir da und dann war es halt so. Ne? Also heute, boah, ich glaube, ich hätte da keinen Spaß mehr. Also A, so viel zu bezahlen, dann irgendwo in hinterste Reihe auf Leinwand gucken, tierisch laut, also da habe ich echt ein bisschen Phobie, also ich nehme echt immer die Ohrenstöpsel mit, weil die donnern dir ja da alles weg, ne? Wenn so 20, 30, 40, 50, 60, 70.000 da sind. Hast du wieder ein gutes Stichwort gesagt. Ich war bei einem Konzert und ein Freund von uns hatte danach einen Hörsturz. Ja, guck. Wir waren nämlich bei Status Quo und da das war too much dann, weil wir auch nah an den Boxen waren und der hatte einen Hörsturz danach. Das ist scheiße, ne? Ja. Hast du denn auch Ohrenschutz? Ja, ne? Sowieso, ne? Nein, für wenn ich auf Konzert gehe. Nicht? In-Ears oder was, ne? Die halten ja ein bisschen was ab. Nee, für ein normales Konzert, wenn ich nicht so nah dran stehe, nee, eigentlich nicht. Okay. Nee, eigentlich nicht, nee. Ja. Ja, gut, ich meine, das schallt ja nach vorne, ne? Aber ich glaube trotzdem, die meisten, also nicht, dass die jetzt das absolute Gehör noch haben, ne? Also wenn man pausenlos unterwegs ist. Ja, klar. Da sind einige Musiker schon verschlissen. Guck, Phil Collins. Ja. Ich glaube, er ist auf einem Ohr taub, meine ich, hätte ich mal gehört oder gelesen. Ja. Ne? Und er ist ja auch sowieso am Ende irgendwie, ne? Also physisch. Ja.
wie hieß die Tournee? Not Yet Dead Yet, ne? Oder so ähnlich, ne? Nee, so hieß die nicht. So heißt sein, seine Autobiografie heißt so. Die habe ich hier liegen. Ja. Er hat, also nach der 2007er Genesis-Tour, die ich mit Anna in Frankfurt gesehen habe, mit dieser spektakulären Bühne, diese Überdachung und diese... Ach so, ja. Danach ging es bergab, also Probleme mit der Wirbelsäule, Nerven, er kann den Stock nicht mehr halten. Ja. Jetzt muss der Sohn schon trommeln. Ne? Genau, und dann haben sie ja irgendwann nochmal eine Tour gemacht. Ja, Freunde von uns waren da. Hier, Antje König. Stimmt, und ihr die Mann war da. Richtig, in London waren die, ne? Genau. Genau. Ich bin zwiegespalten. Ich habe die jetzt schon ein paar Mal gesehen und ich weiß nicht, ich war sowieso, warum machen sie es nochmal irgendwie? Hm. Kann man so oder so sehen. Aber Collins selber, also stimmlich muss man sagen, das war wirklich, ja. Musik war grandios, keine Frage. Ja. Auch sein Sohn trommelt ganz ordentlich, aber auch nicht so wie er. Das muss man natürlich auch sagen. Ja. Ne? Ja. Wenn man Hardcore-Fan ist, ne? Geht man ja auch, ist natürlich die Drums von Phil Collins sind natürlich ein zentraler Bestandteil. Ne? Ja. Ja. Naja, gut, okay. Ah, ja. Was ich sonst in letzter Zeit, also nicht in letzter Zeit, ist schon ein paar Tage her, sind so etwas kleinere Konzerte. Also hier am Tanzbrunnen in Köln, da war ich schon öfter. Da sind manchmal, wer war denn da? Hier, Clannad war da, also so eine irische Folkband oder sowas. Ne? War auch ein Kumpel, hat mich da hingezerrt. Oh, müssen wir gucken. Macht ja sowieso mehr Spaß, wenn mit jemand anders da ist. Ne? Und da muss ich leider zugeben, da habe ich auch zweimal Rosenstolz geguckt. Fand ich auch eine Zeit lang echt cool. Also die irgendwie, das war so, auch live haben die das richtig gut rübergebracht. Ne? Das war einfach eine tolle Performance. Ne? Wenn man natürlich da das ganze Gay-Publikum alles dabei, ne? Aber egal. Ne? Ja, die haben einfach die Leute im Griff. Ne? So ein bisschen frivole Musik, ne? Ein bisschen zweideutige Texte und dann ne, die Anna heißt ja, glaube ich, da auch, die da irgendwie die Show macht und er dann irgendwann sein T-Shirt auszieht. Alle warten drauf und das hat irgendwie was. Ne? Also da war... Nee, das war irgendwie auch so ein Open Air, ne? Und dann geht die Sonne hinterm Rhein unter, ne? Und das ist irgendwie, das war so eine Kombination von allem, ne? Was so eine schöne Musik, tolles Publikum, alle mitgemacht und die ja dann ja, auch toll. Noch mitmachen, ne? Das war irgendwie, da sind doch nicht viele 10.000, also ich weiß nicht, 2.000, 3.000 sind da, wenn überhaupt, ne? Also dann kommt man noch gut hin und gut wieder weg, ne? Und dann ist das alles ganz toll. Also fand ich rührend. Ja, diese Massendinger. Also ich muss auch sagen, diese Massen, also diese Stadion-Dinger, ne, die haben bei uns bei den letzten Konzerten, wo wir waren, eigentlich auch immer ziemlich viel Stress ausgelöst. Wie du schon sagtest, dieses Hinkommen, der Stau, den du gar nicht immer berechnen kannst, irgendwie einen Parkplatz finden, dahin pilgern, das ist ja auch nicht dann, da musst du irgendwie... Am Ende der Welt. Ne? Ja, genau, und das... Ja. Aber gut, muss sein. Für manche. Naja. Wie das halt so ist, ne? Aber jetzt, das wollen wir jetzt so nicht mehr. Wobei, Anna und Lea, die sind also ich auch, ich finde Coldplay auch super, muss ich sagen. Da war ich jetzt auch schon zweimal, auch so mittendrin, also unten halt so, ne? Und das, wie du schon gerade gesagt hast, ne? Die lassen halt das Publikum Teil der Party sein. Ne? Ja. Und das ist was Besonderes, als wenn du nur einfach so da stehst und nach vorne glotzt. Ja, die machen das richtig multimedial. Und die Songs sind auch genial. Ne? Die haben auch 20 Jahre, ist auch so. Die es schon gibt. Und diese Bändchen, das ist einfach so simpel. Aber da kann man so tolle Effekte mitmachen, wenn plötzlich alles yellow wird. Ne? Das ist doch irgendwie Gänsehaut. Ja. Ne? Also wer das nicht weiß, bei Coldplay werden am Eingang so Armbänder ausgegeben und die leuchten halt in verschiedenen Farben. Und das wird zentral gesteuert und ist Teil des Licht-Setups für die Songs. Genau. Ne? Ja, und das muss man sich bei das muss man sich bei YouTube mal angucken, da kann man das sehen. Das ist schon super, weil man ist wirklich so fühlt sich gemeinsam irgendwie. Genau. Und der Frontman, toll, der hat halt die Leute im Griff. Der kann es einfach. Ne? Und wenn danach irgendjemand spielt mir ein Lied, dann holt jemand ins Publikum, der darf dann Klavier spielen. Ne? Also ich meine, das ist doch
Schöner. Da habe ich doch, ja, wirklich. Da habe ich neulich einen Ausschnitt gesehen. Ja. Da hat er auch einen kleinen Jungen da stehen gehabt, mit der, glaube ich, mit seiner Mutter. Mhm. Und hat spontan für ihn was da gesungen. Es war so rührend. Ja. Großartig, echt, wirklich. Ne? Nee, fand ich klasse. Einmal wurde ich mitgezerrt von Rieke, die ist Placebo-Fan. Nach Hamburg. Kenne ich nur vom Namen, kenne ich nichts von, glaube ich. Nicht? Ja, die haben ein paar, ich meine, das ist viel härtere Musik, ne? Also ich habe wirklich doppelte Ohrstopfen drin gehabt, ne? Und die rocken wirklich das Ding weg, ne? Und okay. Aber sie ist da ist eine ganz andere Musik als ich jetzt, ne? Aber nee, da war, fand sie immer noch toll. Ne? Und da haben wir auch eine Stunde hinter am Bahnsteig gestanden, weil da keine scheiß Bahn fuhr. Ne? Die haben das, wenn da 20.000 oder was weiß ich da aus dem Hamburger irgendwas da, Dom da rausgehen, da kann man noch mal eine Bahn dazwischen werfen. Ne? Aber nein, nach 23 Uhr fährt da nichts. Ne? Da ist ja echt ein Abgefrorener. Finde ich jetzt irgendwie scheiße, aber ich glaube, das gehört zum Gesamtevent dazu, ne? Dass man da ein bisschen leidet. Ja, ach Mensch, wo war ich schon überall? Man ist ja immer nur, man ist ja meistens bei denen, die man auch immer gut findet. Ne? Also, ja, wäre noch schöner. Also Tom Petty habe ich einmal gesehen in Essen, das ist auch schon lange her. Ja. Hat er, das war noch vor seinem letzten Album. Ich kann mich nur noch. Das ist lange her. Ich meine, an Anfang der 90er vielleicht oder 90 in Essen in der Krugerhalle. Ich weiß nur noch, dass er bei dem Song Don't Come Around Here No More, oder hieß das, glaube ich, da hat er auf der Bühne so eine Truhe gehabt. Und das war so inszeniert. Die Musik war spannend. Und er hat die Truhe aufgemacht. Okay. Da kam so gleißendes Licht raus. Und er hat einfach so eine Art so ein Zylinder rausgeholt, cool, und sich den aufgesetzt. Das war auch, ist auch Teil des Musikvideos, glaube ich. Das ist so eine Erinnerung geblieben. Ja, Dire Straits war auch großartig, ne? Mhm. Also, mein Gott, Dire Straits. Ah. Auch so, ist auch so Solid Gold für mich, muss ich echt sagen, wirklich. Okay. Aber die machen doch auch keine Riesenshow, ne? Die spulen auch ihr Ding runter, ne? Ja, genau, die. Mhm. Klar haben die gibt es ja schon lange nicht mehr, ne? Nee, die haben ja eben einen totalen Streit, die Brüder, ne? Ja, also Mark Knopfler hat sich getrennt von dem, weil er das einfach nicht mehr wollte. Und die anderen hätten schon eine Reunion. Ja, aber wenn er die Rechte nicht gibt, dann können sie abstrampeln, wie sie wollen, ne? Ja. Und ich meine, man kennt ja auch nur so Teile aus dem Boulevard, irgendwie, was da alles stimmt, was man auch nicht. Aber ich habe gesehen, sie waren dann zur Hall of Fame eingeladen. Okay. Und Mark Knopfler war nicht dabei, ne? Und da denke ich mir auch so, oh Scheiß Mann, ey, Hund Leute, auf. Ey. Tja. Ja, aber ja, da kannst du nicht reingucken, ne? Ist ja wie bei Pink Floyd. Nee. Ne? Das ist ja auch, manche sind halt vollkommen bescheuert. Ne? Geniale Musik, aber Charaktere. Auch schlimm, ja. Guckst du besser nicht hin, ne? Ich weiß auch nicht. Also. Ich bin jetzt kein Experte für Pink Floyd. Ich liebe The Wall, den Film und das Album. Antje und Bernie sind ja Fans, haben sie mir erzählt, waren sie auch da, ne? Bei Roger Waters. Ganz liebe Grüße von uns hier mal. Ich auch. Aber ich habe jetzt gehört, Roger Waters hat neue Aufnahmen gemacht zu gewissen Songs. Habe ich jetzt irgendwann mal gehört und das Gitarrensolo von David Gilmour ist aber nicht drin. Okay. Also Gitarrenpart so war irgendwie weg oder so, denke ich mir auch so. Oh nee, echt, also nee, tut mir leid. Ja. Habe ich kein Verständnis für. Die haben, aber wie gesagt, ich stecke da in der Materie auch nicht drin. Ich bin da auch nur ein Musikfan. Ja. Nee, stimmt schon. Einmal habe ich mir was Nettes gegönnt. Patti Smith. Ist ja auch die Grande Dame sozusagen, ne? Das Punk. Ne? Also, ne? Einmal Because the Night von ihr hören, war schon cool. Ne? Die hat da echt, ich weiß nicht, 70 plus ist ja mindestens. Ne? Ja. Trotzdem noch echt da gut abgegangen. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? War am Anfang so ein bisschen schluffig. Ich dachte jetzt, Herzfechter und Krückstock oder sowas. Nee, aber dann.
Okay. Ja, die haben ja auch nicht mal einen guten Tag. Ne? Meine, so eine Tournee ist ja sicher auch tierisch anstrengend, finde ich. Jetzt. Natürlich werden die hin und her gefahren und Dings, aber wenn du einer, sag mal, so ein Typ dafür nicht bist, ne? Und dann, ne, da so, ich sag mal hier das Beispiel von Joy Division oder sowas, ne? Die, wo der Sänger sich vor der großen Amerika-Tournee erhängt hat, der hat einfach diesen Stress nicht ausgehalten. Das ist irgendwie scheiße. Ne? Also jetzt alles insgesamt. Ne? Wenn dann irgendwie sagt, ja, die Platten, ja, wir müssen raus, wir wollen den Markt erobern, wir müssen Kohle machen und dann alles nicht zusammenpasst, das ist irgendwie ein hartes Brot. Ne? Und deshalb kann ich verstehen, dass viele sagen, nee, ich mache nicht mehr live. Ne? Die, klar, können sich das erlauben, wenn die früher, ne, gute CDs, also noch Hardware verkauft haben. Die können sich ja noch, sagen wir mal, von dem Katalog ganz gut leben. Ne? So ein David Bowie hat ja auch schon vorher sein ganzes Zeug verhökert, ne, für echt viel Geld. Und sagt, ja, macht ihr mal draus, ich habe jetzt alles zusammen und macht, was ihr wollt. Ne? Fand ich irgendwie cool. Das wäre tatsächlich jemand, wenn wir zu der Frage kämen, wen hättest du gerne live sehen wollen? Also Bowie wäre auf jeden Fall bei meinen Favoriten mit dabei, muss ich echt sagen. Ne? Aber sind wir leider zu jung zu, ne? Oder? Ja, wahrscheinlich. Ne? Obwohl in den 80s, als wir Teenager waren, im Grunde hat er ja da seine, ich glaube, kommerzielle Hochzeit gehabt, ne, mit Let's Dance. Anfang der 70er, Mitte der 70er aber auch, ne? Auch, ja, auch. Ja, aber dann kam halt dieses, wer ist das, Chinese Girl und China Girl. China Girl, genau. Ja, und China Girl. Und Let's Dance, ne, halt, das war halt der Party-Hit. Ja. Nee, ich fand den auch cool, aber ich habe, damals fand ich den halt nicht so, ich dachte immer, boah, jetzt schon wieder was anderes. Also jetzt im Nachgang, wenn ich so, wie raffiniert die sind, da waren wir, also ich, gut, da war ich gerade mal 9 oder was, also ich hätte ich nicht, das konnte ich gar nicht verstehen, was singt der da überhaupt, ne? Live on Mars und ne? Aber dann kommt der Refrain und dann irgendwann denkst du, jetzt hat er die Hook aber drauf, ne? Also es war irgendwie, jeder Song fängt ganz komisch an, dreht dann einmal hoch und dann kommt das, was du nicht mehr aus dem Ohren kriegst, ne? Oh, Live on Mars ist so toll, Thomas. Live on Mars ist einfach super. Ja. Als er verstorben ist, gab es ein Konzert, wo eine Ansprache kam von Annie Lennox und dem Schauspieler Gary Oldman. Ja, cool. Und seine Band, also seine Live-Band, hat dann so ein kleines Medley aus seinen Songs gespielt und die Sängerin Lorde. Die hat Live on Mars gesungen und ey, das hat mich weggeblasen. Also das fand ich so gut. Das hat mir richtig gut gefallen. Also Ja, manchmal sind die Songs so stark, dass selbst die mieseste Interpretation immer noch gut ist. Ja, sie ist ja auch eine starke Künstlerin. Nein, weiß ich ja. Nee, ich ganz nur eigenen Farbe. Ja. Und ich glaube, klar kleben wir immer am Original. Und das ist ja das Problem, dass du einfach immer, das ist ja bei uns als Coverband genauso jetzt. Ja, ne? Weil das ist auch eine Kunst zu sagen, pass mal auf, Leute, wir lassen das doch mal lieber mit dem Song. Ja. Weil das lass uns das lieber sein lassen. Ja. Es gibt ja genug Auswahl. Ne? Das ist ja nicht so, dass man jetzt machen wir Live on Mars. Ja. Habt ihr das im Programm? Ja. Nee, das haben wir nicht im Programm. Okay. Das ist so special, glaube ich. Ja, das stimmt. Aber zum Beispiel haben wir mal probiert, weil ich dachte, okay, das ist eine gute Idee, das ist ein toller Mitsingen, lass mal We Are the Champions probieren. So als letzter Song oder irgendwie so, wenn zum Schluss die Stimme gut ist. Ja. Es ist gar nicht so einfach, von dem Original mal wegzukommen und zu sagen, sich zu lösen und sagen, pass mal auf, wir müssen das nicht original wie die, weil das kannst du nur verlieren, kannst du nur. Ja. Ja. Und da haben wir einfach gesagt, nee, komm, das lassen wir doch vielleicht lieber sein. Aber auch ganz gut. Ja. We Will Rock You geht ja immer, ne? Das geht auf jeden Fall, ja, natürlich. Wenn schon Queen rein muss, dann das, ne? Ja, genau. Nee, finde ich klasse. Ein Ding habe ich noch, das fand ich durch Zufall,
war Gildo Horn mal in Kempen beim Stadtfest. Die haben den tatsächlich als Hauptact eingeladen. Das war umsonst. Also jeder konnte, ne, war vorher noch so eine ABBA-Band oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwie was, Status Quo, keine Ahnung, und so, ne, Coverbands waren da halt, ne, also immer wenn so ein Stadtfest ist, dann werden irgendwelche eingeladen. Und dann am Schluss kam halt Gildo Horn. Der hat die ganze Stadt auseinandergenommen. Der ist da rumgetanzt, ist dann beim Kino reingegangen, weil da ist gleich das Kino, irgendwie ein Fenster hochgeklettert und dann oben vom Balkon, also quasi durch die Wohnung durch, da hat er dann geschellt. Man konnte auch weiter hören, ich schell jetzt hier, hoffentlich sind die da. Ist dann oben ans Fenster gegangen und hat dann da rumgefunkelt, weil er sagt, wo ist der Scheißkerl jetzt hingerannt? Und dann echt da jeden Hit da, ne? Also auch die macht ja auch gut auf Parodie und Covers und sonst irgendwas. Ja. Ne? Und sieht natürlich so aus, wie er aussieht, ne? Und diese orthopädischen Strümpfe oder wie heißen die noch, ne? Die Band, haben das echt, das war so sensationell gut. Und ich weiß nicht, ob der heute noch sowas macht. Es ist einfach nur, ja, ihr könnt mich buchen und dann komme ich auf jedes Stadtfest. Ne? So wie ihr jetzt. Ne? Ja, der ist seine eigene Marke, der Typ. Ne? Der ist ein Entertainer irgendwie. Ne? So. Ja, aber auch so. Ja, das ist ja so, der mit dem Schlager, ne, ist ja so ein Grat. Ne? Nimmt man das jetzt ernst? Bei ihm ja nun gar nicht, aber einerseits nimmt er es voll ernst. Ne? Das ist so dieses, ne, gibt ja auch so andere, die dann einfach nur über den Wolken singen oder sowas und mit Postopé, wie heißt der heißt der andere? Egal. Der Thomas Kuhn. Kuhn, genau. Da habe ich immer so Schwierigkeiten. Das ist irgendwie so, ja, jetzt ist das Mode, da mache ich das. Ist jetzt meine Meinung, ne? Aber so ein Horn, ne, der dann so, ja, und, ne, und Dings und. Weil der nimmt ja gar nichts ernst. Aber die Lieder schon, ne? Das fand ich, ne, dass man da noch so einen Dreh rauskriegen kann, das fand ich so cool. Kennst du eigentlich, kennst du Mambo Kurt? Der ist auch so ähnlich, ne, oder? Ja, der ist. Ich habe gar nicht mehr viel von ihm gehört. Ich glaube, er ist so ein Alleinunterhalter, weißer Anzug, so eine Orgel, fette Brille. Ich wollte nämlich nur erzählen, dass der ist Mediziner auch. Ach. Und ich weiß nämlich noch, als ich Anfang der, war so, ja doch, drei. Mitte der 90er meine erste Zeit auf der Arbeit hatte, meine erste Stelle auf der Intensiv, da hat der da Visite gemacht. Und irgendjemand sagte zu mir, hör mal, das ist Hamburg Kurt. Ich sage, wer? Ja, der und der. Ja. Nee, das war so ein Ding, das habe ich irgendwie nicht vergessen irgendwie. Ja, so ist das halt, ne? Ja. Doppelleben. Das stimmt. Ja, nee, gibt ja auch so Komiker. Da war, was mir gerade noch einfällt, wo du das gesagt hast, vorhin mit deiner Tochter. Gab es da irgendwie so eine Entwicklung? Sagst du, jetzt nehme ich die mal mit? Oder haben die gesagt, ich gehe jetzt irgendwo hin und du kommst mit? So freizeitmäßig? Nee, hier die auf Konzert jetzt, ne? Also generell. Frag nochmal. Ich sag mal ein Beispiel. Ne? Ich habe nämlich damals, da waren wir in Urlaub am Bodensee in Meersburg und da war am Abend BAP-Konzert. Und da gibt es irgendwie so ein Schloss oder sowas. Also ich weiß nicht mehr ganz genau. Und wir haben alles abgesperrt und dann konnte er noch nicht schlafen. Da war der irgendwie, keine Ahnung, 10 oder was weiß ich. Also noch nicht so ein Alter, wo man sagt, ich will Musik hören, sondern ne, die haben halt ihre Musik gehört und können sich überhaupt nicht vorstellen, live irgendwann was mitzumachen. Und dann konnte er nicht schlafen. Da dachte ich, komm, gehen wir nochmal runter. Und man kann ja was hören, das ist ja Open Air. Und das war irgendwie, war gerade so eine halbe Stunde dran und ich so mitgewippt, ne, haben wir draußen so, da kamen so ein paar Lieder, die man kennt, ne, und ich da hatte ich gewundert, dass ich die ganzen Texte kannte, obwohl, was singen die da, ne, so Kölsch halt, ne, und da kamen irgendwie zwei Leute raus und die mussten irgendwie weg und sagen, ja, wir müssen nach Hause oder sonst irgendwas, haben uns die beiden Karten in die Hand gedrückt und wir konnten dann rein. Und das war irgendwie so cool, da dachte ich, hoch. Ne, und am Ende kommt dann Kristallnach oder was weiß ich, wo dann alle mitsingen, ne, und sich so langsam aufbauen. Ich sage, jetzt musst du gleich ne, Kristallnach rufen, ne, und sonst was. Ne. Und da fand er total lustig, obwohl er so ein kleiner Steppke gerade mal so ein bisschen was sehen konnte.
Und das war irgendwie, ich weiß nicht, ob danach nochmal zum Konzert ist, dass man so die Sozialisierung zur Live-Musik irgendwie forcieren kann. Oder kommt das von alleine oder was auch immer. Weil wir waren ja früher, haben wir selber unheimlich viel, ne, aber nur so in den 20ern, ne, oder ein bisschen davor, ne, also danach halt nicht mehr. Sonst wüsste ich jetzt nicht, dass die mal irgendwo waren. Ist das bei dir irgendwie anders oder kannst du das ein bisschen in deinem Kreis beobachten? Ja gut, also bei uns ist das so, wie auch bei mir, als ich jung war, meine Kinder sind mit Musik groß geworden. Hm. Die kennen es einfach gar nicht anders. Ja, klar. Ne, weil so eine Passion da ist für, ne, den ganzen Tag. Es läuft den ganzen Tag hier bei uns Musik. Ne? Wirklich. Ja. Also, wobei auch da auch schon mal öfter so die Meinung auseinandergehen. Ich möchte dann auch mal sowas für mich was auflegen. Hm. Aber das machen die alles mit, gar kein Thema. Ne? Ja. Natürlich kennen meine Kinder mich gar nicht anders als Musiker irgendwie. Die waren schon klein, als ich getrommelt habe und so weiter. Hm. Die kennen das, ne? Und klar habe ich sie dahin gebracht, ne? Hm. Mein Sohn hat sich in eine ganz eigene Richtung entwickelt. Mein Sohn macht ja Hard-Techno. Hm. Hat ein eigenes Studio. Cool. Hat ein Tontechnikerstudium abgeschlossen jetzt. Hm. Der kennt sich richtig aus. Ja. Also ich bin immer, ich halte mich zurück. Ich kann mir seine Musik nicht anhören, so schwer anhören, weil es halt nichts für mich ist. Ich kann auch schwer beurteilen, ist das gut oder ist das schlecht. Mhm. Was ich aber beurteilen kann, ist, dass er eine unglaubliche Leidenschaft dafür hat und sein eigenes Ding da machen will. Ja, das und das habe ich ihm mitgegeben. Mhm. Und da bin ich einfach total stolz drauf. Ja. Und haben wir schon viele Gespräche gehabt, wo ich ihm auch immer bestärkt habe, hör mal, hab Geduld. Ja. Es dauert manchmal Jahre. Ja. Seinen Weg finden, ne? Ja, ist einfach so. Ne? Und Lea hat mit mir öfter mal im Proberaum Musik gemacht. Ja, klar, die singt wir sind ja hier manchmal, ganz ne? große Fans, wir singen zusammen zu Hause. Jetzt hatten wir mal länger auch wieder nichts gemacht. Sie macht eine Ausbildung jetzt seit August. Und da ist das zeitmäßig hier und da ein bisschen eingeschränkt. Ich rede einfach mal weiter. Jetzt haben wir hier gerade eine kleine Störung wieder mal. Aber wir wollen jetzt hier zu Hause mal wieder auch ein bisschen Musik machen. Einfach so ein paar Playbacks laufen lassen und einfach dazu mal ein bisschen singen. Hm. Dafür habe ich uns ein bisschen Equipment besorgt. Ja. Aber tatsächlich geht sie auch gerne mal zu Konzerten. Sie liebt total Annemai Kantereit. Hm. Ach. Da muss ich auch sagen, mit der Stimme. Ja. Ja, die finde ich aber auch großartig. Von der Straßenmusik bis jetzt Waldbühne Berlin. Ne? Ja, ja. Mit doch einer kleinen Band und einfachen Kompositionen einfach den Nerv dieser Generation so zu treffen. Genau. Ne? Ja. Das ist schon toll irgendwie, muss ich echt sagen. Ja, das sind so die kleineren Sachen. Ne? Also die sowas wie Ketka haben jetzt, glaube ich, eine neue Platte raus. Ne? Finde ich cool. Also sagen wir, ist auch deutsch. Ne? Also muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ich finde es halt, die haben halt so eine Botschaft. Ne? Die haben jetzt was wegen Ausländer und ne? Da haben wir es jetzt genau aufgegriffen. München heißt die neue Single. Sagt, ich komme aus München. Der Stadtteil weiß ich jetzt nicht mehr. Der edelste Stadtteil. Nur da haben sie gesagt, wo kommst du denn her? Weil der dauernd gefragt wird, wo kommst du denn? Also eine Person, wahrscheinlich schwarz oder keine Ahnung, irgendwas, wo man denkt, oh, ich gehe aber nie aus München, ne? Sondern kommt er aus der, ne? Also dieses Lied halt, ne? Und dass die Leute hier weggeschickt werden und alles mögliche, ne? Das finde ich total cool. Oder halt so Bosse oder T.S. Uhlmann, die finde ich einfach auch gut, ja. Ne? So richtig gut und da könnte ich auch zum Konzert gehen, weil das ist jetzt nicht super groß, ne? Aber ich muss jetzt auch nicht vorne am Bühnenrand stehen, ne? Aber so habe ich jetzt auch gedacht, boah, scheiße, hätte es mal hingehen können, ne? War dann da ausverkauft, aber ich muss da nicht unbedingt, aber das sind so Typen, die ich heute verfolge, ne? Ich sagte, ne, machen die gute Mucke,
haben tolle Texte, ich kann mitgehen und ich kenne auch ziemlich viel von denen. Ne? Und das finde ich dann schön. Also, aber jetzt alles andere wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht wäre ich da enttäuscht oder sowas. Ne? Das ist mir dann nicht wert, dann 150 Tacken oder was weiß ich, was die da heute verlangen oder noch viel mehr. Das ist jenseits von Gut und Böse, finde ich. Aber die finde ich auch gut, die du gerade aufgezählt hast. Ne? T.S. Ullmann, Aki Bosse. Die Sängerin von Wir sind Helden. Ja. Ich habe den Namen gerade parat. Judith Holofernes. Ja, genau. Mhm. Die habe ich auch mal ein bisschen näher mir angehört. Und hat einen ganz tollen Song. Ich glaube, der heißt Der letzte Optimist, glaube ich, oder so ähnlich. Ist nämlich auch ein Song geschrieben von T.S. Ullmann. Ach. Großartig. Ja, die macht ja gute Großartig, Texte, ne? Großartig, ja, wirklich. super, super schön, ne? Ja. Nochmal kurz zu meiner Tochter. Sie steht total auf Kraftklub auch. Okay. Kennst du die? Ja, kenn auch schon. Ist nicht meine Musik, ne? Also. Und an Nummer 1 muss ich sagen, das ist ihr absoluter. Sie steht auf Casper. Okay. Ist deutsch. Oder Billie Eilish war da auch noch. Ja, Billie Eilish auch natürlich. Casper, was ist das für eine Musikrichtung? Ist das Hip-Hop oder sowas? Rap. Ja, Hip-Hop. Ja, irgendwie so. Mhm. Ne? War ich auch schon mal mit ihr mit jetzt hier? Hat sie dann noch einen Rolli-Platz bekommen? Ne? Ich sagte, Thomas, was da los war, ich habe noch nie ein Konzert mit so abgrundtiefem Bass gehört. Das ist ja sowieso auch so ein Phänomen der letzten Generation, dass der Bass so einfach alles wegdrückt. Ja. Das war richtig, richtig fett, ey. Aber auch ein Typ, einfach tolle Texte, tolle Message. Auch so Gemeinschaft, Toleranz, Frieden, das fand ich einfach so toll. Ja. Casper. Ja. Nee, wenn auch die Leute dann auch so mitgehen, ne, dann ist das irgendwie so ein Gemeinschaftsding. Ne? Da kann da nicht einer hier, ich bin der Größte, huldigt mich. Ne? Das kann man, so kann man auch ein Konzert machen, ne? Gibt sich ja auch genug, aber sondern ne, das ist ja das manche, was ich vorhin meinte. Wie schafft man es vorne? Jetzt die Großen können das, aber sag mal so einer, den Funken darüber zu werfen, ne, dass die Masse da zu glühen beginnt, ne, das ist ja die Kunst. Ne, dass hinterher sagst, boah, kannte ich zwar noch nicht, ne, ist ja manchmal bei irgendwelchen Konzerten oder hier Stadtfesten oder sowas, ne, da kennt man die meisten ja nicht. Die, ne, wenn man sich erwarten, dass die da jetzt da Laola machen, ne, weil das ist nicht Job, das können die nicht leisten, weil das so ein heterogenes Publikum ist. Die einen wollen nur saufen, fressen und für bestenfalls noch ein bisschen tanzen. Ne, aber der Headliner, in Anführungsstrichen, vom Stadtfest, der muss das Ding rocken. Ne, und das seid ihr ja ein paar Mal. Ne, da muss man irgendwie, wenn man sich einen Namen gemacht hat, ist es sicher leichter, aber dann da musst du dann 3-4 ne, Warm-ups oder wie nennt ihr das dann, ne? Und dann muss dann das erste Highlight kommen, ne, kleine Pause und dann am Ende wird dann durchgerockt. Ne? Da muss dann eine halbe Stunde lang Zugaben oder sowas kommen. Ne? Ja, steht denn bei dir konzertmäßig was an dieses Jahr? Also nee. Ich würde ja unglaublich gerne dieses Jahr zu Peter Gabriel gehen. Ne? Also das ja, also ich glaube, da wollte man noch eine Folge zu machen. Da verrate ich jetzt mal nicht so viel. Okay, also dann würde ich mich freuen. Also da können wir eine gerne Folge drüber machen. Ja, also ich habe das Album nur ganz kurz jetzt rauf und runter gehört. Ich muss aber jetzt mal pausieren, weil ist ja so. Ja, an irgendeinem Punkt muss man mal pausieren. Ja. Ja. Gut, Peter Gabriel. Gibt es eine Spezialfolge? Ja, da gibt es eine Spezialfolge zu, genau. I.O., ne? Inside, Outside oder so ähnlich, ne? Oder wie heißt das? I.O., ne? Wie heißt die Platte? Weiß ich jetzt gar nicht. I.O. heißt die. Genau. I.O. I.O., ja. I.O., ne? Kann auch vieles bedeuten. Ja. So ist er ja, der Meister. Der Mystik. Ja, ist er auch. Ist er auch, wirklich. Verwandlungskünstler auch. Das stimmt. Ja, das ist der Künstler, den ich mit Abstand am meisten gesehen habe. Ne? Also Genesis, gut, da war nicht mehr Genesis in Bochum, zweimal Hamburg. Wer war denn sonst noch? Habe ich da sonst irgendjemand vergessen? Ach, das wurde für eine Lautstärke. Boah, das war ein Ding hier. Hamburger Fabrik.
Das ist in Altona, so ein alternativer Laden. Sonst jeden Samstag läuft da, ich weiß nicht, ob es noch ist, es war in den 90ern, immer also zum Abhotten. Ne, richtig tanzen und also was wir halt tanzen genannt haben. Und ab und zu waren da auch Bands da, ne, und da war dann John Lurie und The Lounge Lizards. Sagt dir vielleicht nichts, aber wenn du Jim Jarmusch kennst und Down by Law, den Film, da spielt er einer der Protagonisten, also nicht Benigni und nicht Tom Waits, sondern der andere, das ist John Lurie, und der hat auch eine Band. Die spielen irgendwie knallharten Saxophon, der ist Saxophonist, Jazz, keine Ahnung, irgendwas. Und der war dann da, ich fand den Film so geil. Oh, jetzt kommt John Lurie oder keine Ahnung, was der für Musik macht, geh einfach rein. Und dann haben die da losgelegt, also eine Lautstärke, boah, wird einem ja fast schlecht bei, ne? Und der dann so, ich glaube, wir sind zu leise, wollt ihr lauter? Dann haben die noch mal mehr aufgedreht. Ich so, eigentlich mir alles der Schädel fast weggeplatzt. Aber es gibt so Leute, die ich weiß auch nicht, was das sollte, aber es war einfach fast unmenschlich. Aber es war immer noch gut. Okay. Ne? Aber es war eben, also es gibt ja so Hallen, wo du denkst, oh wei, ne? Die einfach nicht gut ausgesteuert sind. Früher war das so und dann sind die einfach in ein Fußballstadion gegangen und dann halte das von allen Seiten zurück. Ne? Das ist heute, glaube ich, besser, ne? Geregelt im wahrsten Sinne. Ne? Ja, je nachdem, wo man ist halt. Ne? Also aber da kann ich direkt anknüpfen. Okay, Elbphilharmonie vor anderthalb Jahren. Kleines Konzert gesehen. Also die günstigste Karte, wirklich. Ich meine, es war, glaube ich, nur ein Zehner oder 20. Ja. Ganz, ganz oben. Und wir waren bei Coltrane, bei seinem Sohn. Ey, wirklich, Thomas, also ich hätte nie gedacht, dass das von diesem Platz aus so gut klingen kann. Ja. Das war einfach super. Aber die Halle ist ja dafür gebaut, ne? Eben, genau. Ne? Da haben sie auch genug investiert, dass da jedes ja, man kann so. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, ne? Ich habe bei einer Zeitschrift gearbeitet, die hieß Mit Akustik. Ne? Das war mit Akustik. Und da gibt es halt Techniken, Mikroperforation, Segel zu setzen, da ein Absorber. Das ist eine echte Kunst, so eine Halle hinzukriegen. Ja. Die Tonhalle in Düsseldorf zum Beispiel auch so ähnlich. Ne? Aber die Elbphilharmonie ist natürlich nochmal alles ein bisschen größer, aber die Tonhalle ist auch so ähnlich. Da bin ich sogar mal in dieser Kuppel rumgeklettert. Da haben wir mal eine Führung bekommen von dieser Zeitschrift. Und dann sind wir da oben rumgekraxelt. Ne? Das war nämlich auch extrem schwierig, das hinzukriegen, weil das ja eigentlich mal so ein Observatorium oder sowas war. Es war ja nicht immer als Tonhalle ausgerichtet, sondern es war, und das haben sie dann letztendlich auch super hingekriegt, weil da muss da vielleicht mal ein Stuhl weg oder da irgendwas, was so eine Reflexion erzeugt hat, das kann man alles nachmessen. Und wenn man sich da richtig Mühe gibt, dann klappt das auch. Nur eben, wenn die Städte sagen, ja, mach mal eben, und dann wird es ausgeschrieben und dann denken die, oh Scheiße, wird ja immer teurer. Aber das Ergebnis, das zählt, ne? Dass der letzte Besucher da oben, ne, den man es vielleicht gar nicht gönnen mag, wenn er nur 10 Euro bezahlt hat. Aber es muss eigentlich überall gut klingen und das kann man auch hinkriegen. Das ist echte Kunst. Ja, das fiel mir jetzt gerade dabei ein. Ne? Und Lautstärke ist auch so ein gutes Stichwort. Ja, Anna ist da auch so sehr empfindlich, was das angeht. Für sie ist, glaube ich, Musik eher so hier im Alltag so ein Hintergrunddingen. Und klar, wenn wir uns unterhalten wollen oder hier Gespräche, dann ist es für sie oft zu prominent einfach. Ne? Ich bin dann schon eher so, der sich bewusst was anmacht. Ja. Und das ist dann für mich auch eine Ebene, die ich auch einfach, die ich auch genießen will dann. Und das ist ihr dann meistens zu laut und aber es gibt einfach Musik, die brauche ich einfach in einer gewissen Lautstärke. Ja, anscheinend. Das ist auch im Auto so. Das spricht dann nur echt alle Sinne an bei mir, wenn ein gewisser Dezibel-Level einfach da ist. Ne? Aber das ist ja den Masterplan, ne, für dein Refugium, was dann irgendwann mal gebaut wird. Ne? Keine Ahnung. Piep. Ich weiß es nicht. Hat der Gregor noch letztens gesagt, wir warten auf den Moment, wo mal was zensiert werden muss. Ja, also das ist ja, ich weiß, das kennen vielleicht viele auch, dass sie gerne so ein
Raum hätten. So. Ja. Vielleicht haben das auch viele von den Zuhörern einfach so einen Medienraum oder so einen Rückziehort oder so, anständige Man Boxen Cave stehen. Oder sowas. Genau. Ich habe hab die Möglichkeit leider nicht hier, obwohl ich will mich auch nicht beschweren, wir haben alles, was wir brauchen, aber klar, wenn du dich dann, das wäre natürlich klasse, ne? So, dann würde ich meine Platten nochmal hochholen. Ja. Ja, aber die Gefahr ist natürlich auch von der Frauenseite, dass ich dann nur noch da bin. Ja. So, das ist natürlich immer so. Wo ist er wieder? Ja, wir hören ihn. Genau. Nee, wir hören ihn nicht, nee, wir sehen ihn nicht, wir hören ihn nur. Dann wissen wir, wo er ist. Oh, ja. Genau. In seiner Man Cave. Ja. Oh Mann. Nee, Life is Life, ne? Also, Life is Life, ja. Genau. Das komische Lied von Opus, ne? Ja, auch ein Magnet für zum Live-Spielen. Ja, klar. Das kennt jeder, ne? Ja, wirklich. Da brauchst du ja nur das Trommel-Intro-Spiel. Genau. Das ist ja so, ne? Und der Rest singen die da, ne? Na, na, ja, das, na, na, na. Das ist wie eine Signatur, man weiß sofort, was es ist, ne? Ist eigentlich ein Reggae, ne, oder? Ja. 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 Din, 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 komisch. Din, din, din. Ja, ja, ist ein Reggae. Würde der auch in einer anderen Musikart als Walzer funktionieren, oder? Da, meine, was stellst du denn für Fragen, ey? Life is life, dann, 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 dann. Ja, es würde gehen. mach das doch mal. Oder als Jazz-Version? Ja, das ist ja manchmal, ne, dass man so Leute überraschen kann, ne, indem man plötzlich einen anderen Stil anwendet und dann denkt, das kenne ich. Und dann irgendwann macht es dann Klick, ne, wenn man so, ne, es gibt ja so Intros manchmal, ne, wenn man so reinschlägert in irgendein bekannten Lied und den dann vielleicht in einer anderen Variante rüberbringt. Das finde ich immer total spannend, wenn Live-Bands, wie die das gut können, sich da einfach so ein Tempi-Wechsel oder sowas, ne? Und dann hinter, wenn dann alle warm gekocht sind und dann wupp, ne, nochmal so ein, ne, weiß nicht was, hochgehen und dann. Ich glaube, wenn das gut gemacht ist, musikalisch und wenn du die Leute abholen kannst, auch damit, dann geht, glaube ich, ist alles möglich und erlaubt. Ne? Ja, genau. Ja. Ja. Wann hast du dein nächstes Konzert? Mit unserer Band. Die Band. Da sind, wir müssen die Band zusammenholen. Die Band. Ja, wir sind bei der Feuerwehr tatsächlich hier. Okay. Immer Tanz in den Mai. Das ist eigentlich meistens unser erstes Konzert im Jahr. Hm. Außer wir sind privat irgendwo vorher gebucht. Ja. Die zähle ich gar nicht auf. Das ist hier direkt bei uns in der Nähe. Das ist ein Riesending, wirklich. Da kommen unfassbar viele Leute hin. Da haben wir aber zum Beispiel das Problem, haben wir auch gerade drüber geredet. Wir sind in einer der Hallen, wo normalerweise die Feuerwehrautos drin parken. Ach so. Und kriegt man den Sound da ordentlich hin. Das ist die Hölle, ne? Das ist eine Katastrophe. Und das letzte Mal hat das mein Sohn das erste Mal abgemixt. Cool. Er hat das ja quasi jetzt studiert und ich sag, komm, mach das mal für uns. Ne? Und dann hat er uns abgemixt und hat dann nachher einfach noch auch Mucke aufgelegt. Ne? Das werden wir diesmal wieder genauso machen. Ja. Familienband. Genau. Ja. Kann ich mich drauf verlassen? Ja, da kann er doch eine gute Reputation. Ne? Also hier, ich glaube, da ist echter Nachholbedarf. Ne? Weil manchmal sind die Leute in irgendwelchen Schuppen und ich meine, vieles ist das gar nicht bewusst. Oder da kann man mit Lautstärke sicher alles niederbrennen. Ne? Aber wenn es mal richtig gut ist oder sowas, ne? Also mich stört es gewaltig, wenn das irgendwie von allen Seiten darüber hallt und sowas. Das würde mich extrem stören, finde ich. Ne? Also das gehört irgendwie mit dazu. Als Anwohner meinst du? Nee, das war auch, wenn man im Konzert ist, weil früher haben sie ja wirklich jede Mehrzweckhalle beschallt, egal was da ist. Ne? Hauptsache, die Leute haben bezahlt und dann der Rest ist ja egal. Das sind ja keine Toningenieure, die da im Publikum sind, sondern die wollen nur die Band hören. Aber ich hatte schon den Anspruch, dass ich das, sag mal, ohne jetzt eine Zehntel Widerhall von da hinten nochmal zu hören. Also das hat mich dann schon gestört. Ne? Also auch wenn ich da jetzt nicht mit dem Messgerät darum gefuchtelt habe. Ja, aber das, ja. Kann man machen. Ja. Hast du schon mal öfter Merchandising gekauft? T-Shirts oder sowas? Hast du da noch was von? Nee. Also ich glaube, ich habe auch nichts mehr. Nee, was war denn da? Nee.
Ja, da bin ich zu kniepig. Also das ist mir nicht wert. Also nee. Ich sehe öfters mal bei Konzerten oder so, und wie gesagt, die Depeche Mode, die da die Tournee von 1980 hatten oder was weiß ich, ne? Die Verrückten. Also das, nee. Nee, es geht mir eigentlich genauso. Also das ist ja so, ist ja eher so in der Jugend, wo man meint, man müsste das jetzt haben, so, ne? So. Ja, aber wer außer dir selber kann das beurteilen, ne? Die anderen denken, ja. Oder in 40 Jahren nochmal rauskramen, ne? Ja. Ich war da, erste Turnier oder Bab hier, wenn ich das Plakat noch hätte. Aber ja. Warum? Ja. Stimmt. Ja. Stimmt. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ralle, haben wir mal wieder die Musik mal durchgedrückt. Freut euch auf die Folge mit Peter Gabriel. Muss ich das Album tatsächlich nochmal hören? Ich finde es großartig. Ich finde es wirklich großartig. Ja. Ich bin gespannt, was du so sagst. Ja, mache ich. Ja, es war ein netter Talk über Musik. Mal wieder 40 Leben. Jahre durch die lebendige Musikgeschichte. Ja, ne? Ja, haben wir doch gehabt. Kann man so, sehr schön. Kann man so sagen. Gut, Ralle. Dann heute aufs nächste Mal. Und bis in Tage. Ne? Ich sag auch mal bye-bye. Bye-bye. Tschüss. Gut. Sollen wir... Hast du schon gestoppt? Nee, noch nicht. Ich auch noch nicht. Hast du noch irgendwas? Fehlt dir noch eine, weiß ich nicht, du sagst doch immer, lass mal noch an. Ja, ja. Nee, aber viele, ich hatte letztens einen, der hat tatsächlich hier bei Teams schon auf Verlassen gedrückt. Oh, direkt. Das war gleich weg. Also mit allem. Kann passieren. Jetzt wieder eine Anekdote mehr, was man alles beachten muss, wenn man Gäste im Podcast hat. Ne? Ja. Wir waren tatsächlich, ach, das hätte ich eigentlich noch erzählen können gerade. Aber egal, es gibt, du kannst ja gar nicht alle Anekdoten erzählen. Alle kannst du ja. Aber wir waren neulich, meine Anna und ich, wir nehmen uns jetzt ab und zu, machen wir was kulturell zusammen irgendwie. Überrascht sie mich hier und da mit ein paar Sachen. Und da waren wir in Bochum und ich wusste tatsächlich nicht, wo wir hingehen. Ach. Wir gingen rein. In so eine alte Kirche, das ist eine Eventkirche mittlerweile. Hm. Und ich sah schon an den Leuten so, okay, mein Alter und älter, okay. Auf der Bühne zwei Keyboards. Ich dachte, was ist hier gleich? Keiner. Ich wusste es nicht. Und ich dachte, okay, ich finde es irgendwie geil, wenn die gleich kommen und du weißt bis dahin immer noch nicht. Ja. Ja? Und dann kam die Band, es war alles voll. Und der erste Song lief, sie spielten All Over the World. Okay. Von ELO. Oh, wei. So, ich bin ein großer ELO-Fan. So Coverband oder was war das? Oder war das? Nee, ja, es war nicht Jeff Lynne, ne? Nee, es war tatsächlich ein Originalmember der Band. Okay, cool. Phil Bates, glaube ich, hieß der. Er kam mit seiner Band und er ist einer der Originalmember aus der Original-ELO-Band. Ja. Und die haben natürlich die ganzen Songs gespielt in einer Affenqualität. Und ich muss dazu sagen, nach dem ersten Song direkt, dazu muss man wissen, wir waren schon bei ELO in München mal vor Jahren und wir haben uns da richtig heftig gestritten, ein richtiger Ehestreit. Oh, und das ganze Konzert war im Eimer für mich. Das war so richtig. Oh, genau, und da hat sie mich jetzt mit hingeschleppt. Und beim ersten Song habe ich sofort gewusst, warum wir da waren, sofort mir kamen sofort die Tränen, weil ich wusste es einfach. Und sie sagte, Ralle, ich habe ein Trauma und ich muss das irgendwie gut machen. Und da habe ich mich so gefreut drüber. Ne? Das war so ein toller Abend, wirklich. Ja, guck, ne, das ist Leben, ne, das ist lebendig, ne, das ist alles. Ne, das ist ja wunderbar. Ne, das hätte sie mit einer Platte auflegen nicht hingekriegt. Ne? Nein. Großartig, wirklich. Sehr gar nicht schön. So einfach, der ELO zu spielen. Also die, ja. Ne? Ja, herrlich. Mensch, Ralle, hast schon wieder feuchte Augen, ich sehe es. Ja, so ist das halt. Ja, sehr schön. Wunderbar. Dann haben wir das auch noch. Danke. Ich drücke jetzt hier mal auf den Pause-Button, ne? Ja. Boah, hier ist ein Riesenausschlag bei mir, also nicht an meiner Haut, aber hier bei meiner Aufnahmefunktion.